kreist der Kreis um seine Mitte. Dabei ist es gar nicht so einfach, einen großen, perfekt runden Kreis zu malen. Es ist sogar so schwierig, dass in der japanischen Kalligraphie dafür eine eigene Disziplin entwickelt wurde, genannt Enso. Hier steht die Harmonie zwischen mathematischer Perfektion und menschlicher Individualität im Mittelpunkt. Es wundert also nicht, dass die Künstlerin Agnes von Rogista als zentrales Motiv für ihre Meditation über das Bewusstsein den Tuschekreis wählt. In ihrem Triptychon Gedankenspuren werden diese Kreise von schwarzen Tuschemännchen und unleserlicher Schrift bedrängt. Doch die Kreise wirken gleichzeitig als eine mentale Barriere und als Fokus. Hier wird nur reingelassen, was von Interesse ist. Auf diese Weise wird das Scharren der Füße und das Stimmengewirr im Alltag leiser und die Konzentration größer.